Also was wir eben gerade schön dargestellt bekommen haben, was Ähnlichkeiten von Flächen angeht, wenn wir uns jetzt nochmal auf die Strahlensätze stürzen. Wir hatten ja schon angefangen, Ditte und Ditte und so ein Kram. Jetzt hat auch wieder eine Schülerin was vorbereitet und will uns verschiedene Formen, also ich finde sie sehr interessant, verschiedene Formen von Figuren zeigen, wo man dann wirklich auch diese Strahlensätze nochmals anwenden kann. So, ich übergebe und ziehe mich zurück. Bitte schön, Frau Professor. Ja, also wir haben jetzt hier nochmal Übungen von Strahlensätzen. Hier bei der ersten Figur habe ich eine Lichtquelle, die hier in der Mitte sitzt. Also hier in der Mitte habe ich eine Lichtquelle. Nimmst du auf? Ja, gut, schön. Ja. Die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Figur spiegelgleich ist. Also hier schreibe ich nochmal hin. Eine Lichtquelle. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Und jetzt habe ich hier erstmal normale Form, sage ich mal, also einfache Form. Zum Beispiel A zu B verhält sich wie C zu D. Also hier sieht man nochmal A zu B wie C zu D. Oder ich habe auch andere Formen, zum Beispiel schwerere Formen wie E zu F ist gleich wie B zu A. Hier nochmal E verhält sich zu F, E zu F wie B zu A, weil das gleiche Verhältnisse sind. Und eine nächste Form wäre zum Beispiel auch G verhält sich zu H wie Entschuldigung. Na denn. Also hier als nächste Form G verhält sich zu F wie H zu E. Also G verhält sich zu F wie H zu E. Hier ist es wichtig, dass man erst die äußere Linie nimmt, also die äußere Gerade, die sich zu der inneren Gerade verhält. Also hier die äußere Gerade zuerst, G zu F und wieder die äußere Gerade, also H zu der inneren E. Als nächste Form habe ich hier zwei Lichtquellen verwendet. Sieht man hier eine Lichtquelle und hier ist die zweite Lichtquelle. Und dort habe ich jetzt noch schwierigere Formen herausgefunden, zum Beispiel B plus E verhält sich zu G wie D plus C zu G. Also B plus E verhält sich zu G wie D plus C sich zu G verhält. Wie D plus C zu G. Ich gehe nochmal darauf ein, vielleicht wundern sich einige Leute, warum das jetzt B plus E ist. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, dass eine Seite, also ich wollte das hier als eine Seite, diese Gerade als eine Seite bezeichnen. Da ich allerdings keine ganze Bezeichnung habe, sage ich einfach B plus E. Man könnte jetzt diese ganze Seite auch zum Beispiel J nennen. Die ganze Seite hier J nennen. Dann könnte man statt B plus E einfach J einsetzen. Also nochmal dazu. B plus E ist einfach zusammengefasst. Genauso wie D plus C. Als nächstes habe ich noch eine längere Gleichung. Da habe ich herausgefunden, B zu C verhält sich wie D zu E, wie sich A verhält sich wie A zu F. Also B zu C haben wir hier, verhält sich wie D zu E hier, verhält sich wie A zu F. Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil wir hier gleichseitige Dreiecke haben und diese
Lichtstrahl nenne ich sie mal, weil ich auch von Lichtquellen ausgehe, parallel sind und sich die Geraden schneiden hier auch. Was ist denn da? Also ich ging davon aus, dass wir hier zwei gleichseitige Dreiecke haben. Das wäre dafür ein Spezialfall, weil wenn jede Seite gleich ist, würde das ja mit allen Seiten gehen, dass sie zueinander so sich verhalten. Wir haben jetzt nochmal gesagt, wenn zum Beispiel dieses Dreieck größer wäre als dieses, es kann auch andersrum gehen, dann könnten wir auch diese Formel hier nehmen. Also A verhält sich zu B, A verhält sich zu B, wie F zu E. Also hier habe ich meine dritte Figur. Da ging ich davon aus, dass die Geraden hier parallel sind. In der Mitte habe ich eine Lichtquelle. Und hier dachte ich mir, diese Gerade ist A, diese B. Hier haben wir C und hier D. Dann könnte man als Beispiel sagen, A zu D verhält sich wie C zu B. Also ich habe daraus jetzt eine Aufgabe gemacht, habe Zahlen eingesetzt und sehe dies jetzt als meine Formel an, dieses Verhältnis zueinander. Und habe mal nachgesehen, ob man das vielleicht auch so rechnen könnte. Also gegeben sind hier, schreibe ich mal einmal auf, also gegeben sind die Seiten A mit 4 cm, die Seite B mit 2 cm und die Seite C mit 9 cm. Die Zahlenwerte habe ich jetzt in die Formel eingesetzt. Also die Werte habe ich jetzt hier eingesetzt. Das ist natürlich nur eine ganz normale, simple Aufgabe. Die kann ich umstellen, nach D natürlich, um dann rauszufinden, wie lang die Seite ist. Also die Aufgabe habe ich jetzt hier ausgerechnet, die Formel gestürzt und die 4 cm hier auf die andere Seite geholt, zusammengerechnet und gekürzt. Und das ist jetzt zwar ein blödes Ergebnis, 0,8 Periode 8 cm. Lang wäre dann die Gerade D. Wunderbar. Hat mir nicht einfach bloß so gefallen, sondern ich finde das auch bemerkenswert, sich mit solchen Spezialfällen hier noch einen Kopf zu machen. Also das war schon toll. So, nochmal zu der Formel. Wenn ich mir hier irgendwas aufgestellt habe. Hier stürzen ist klar, warum? Weil die gesuchte Größe unter dem Bruchstrich steht. Dann sauber kürzen, der Rest ist Handwerkszeug, das ist nicht das Problem. Aber, was ganz wichtig ist, es könnte ja folgendes mal stehen. Nehmen wir mal an, ich habe mir meine Formel aufgestellt und es steht da 40 mm, achso, D verhält sich zu 40 mm wie 0,9 Dezimeter zu 0,02 Metern. Wenn ich ganz stur bin und das so einsetze, spätestens fällt mir an der Stelle auf, dass ich nicht die Einheiten weglassen kann. Denn jetzt mache ich es noch verrückter, mal 40 mm. Und jetzt habe ich wirklich ein Problem. D steht zwar alleine, aber 0,9 Dezimeter mal 40 mm. Und das alles noch durch 0,02 Meter. Spätestens jetzt, ich kann hier keine vernünftige Einheit rauskriegen. Jetzt muss ich umwandeln. Und dann komme ich natürlich auf die linke Form und dann komme ich da raus. Tut euch alle, die ihr hier zuschaut und euch das angeguckt habt, tut euch alle diesen Gefallen. Und grundsätzlich, also bei mir fordere ich es grundsätzlich, alle Einheiten mitzuschreiben, aber das ist die einzige Gewähr, dass man zum Schluss auf richtige Ergebnisse kommt. Ich schließe das Video, gibt es noch irgendwelche Fragen? Sonst schließe ich das Video hier ab. Okay.